So, auch ein Streamer und YouTuber hat menschliche Bedürfnisse. Wir haben draußen 26 Grad, man trinkt ganz viel und das, was man nicht ausschwitzt, das pudert man wieder aus. So, aber jetzt geht's wieder weiter. Ich bin das hier ein Spinnnetz. Können wir hier auch was kaufen? Ne, hier kann man nicht. Ja. Hier kannst du mal verzauberten Stoff kaufen bei dem. Und Charts, wenn irgendwas fehlt. Ballangscherben gibt es bei dem. Oh, das ist, da gibt es Ballangscherben. Ja, genau. Die packst du dann. Soll ich sie drauf packen oder kriegst du es selber hin? Okay, alles klar. Gut. Mit dem Schwert. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach. Warte mal kurz, ich muss kurz mal shoppen gehen. Warte mal kurz. Kleinen Moment. Gleich geht's weiter. Ich will es nur mal. Mal. So ein paar. Ich will mal kurz mal shoppen. Warte mal kurz. Wo ist er denn? Ein paar. Ballonscherben hier. Erholen. Wenn es hier gerade so gibt, dann nehme ich die mir erstmal mit. So. Dann ich. Ja. So, dann kommen Sie mit, gehen wir schnell mal nach Hause. Dann mache ich das schon mal. Du. Gehen wir schon zurück hier. Ach. Das ist ein schönes Zuhause. Ich komme nicht durch die Tür durch. So. Sich fünf Modifier geholt, der Kerl. Er hat ja gut Kohle. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, fünf Modifier. Nekrotisch, Quarz, Diamant. Ein Smaragd noch mal drauf. Ah ja, okay, gut. Ja, dann hole ich schnell mal ein, warte. Hm. Ach, du hast, oh. Er sagt das doch. Gehen wir nach oben hoch. Ein Smaragd. Einer reicht. Ja, restliche. Weiteres. Okay, gut. Dann sage ich Dankeschön. Rest behalten soll. So, eins Mark nochmal drauf. Dann haben wir jetzt eine Haltbarkeit von. Gut. Und dann haben wir Schärfe drauf, würde ich sagen, wa? Schärfe. Schärfe ist immer gut. Machen wir mal ein bisschen scharf das Ding hier. Schon bei 28, ja, es geht gleich mal in die Höhe. Es braucht seine Zeit. So, schön fein säuberlich hier immer schön drauf.
Plus 35. So, da brauchen wir ein bisschen was. Ja, Quarz haben wir erstmal noch. Okay, mehr geht nicht. Noch Modifier, okay. Ja, wir müssen das wiederholen. So, hauen wir mal schon was hier drauf. Jesse J. Jr. muss ja Rohstoffe haben, dass er sich ruckzuck draufpacken kann. Ja, mehr geht nicht. Ah, Schuki, was hast du für eine Rüstung an? Ich? Ja. Das ist eine ganz einfache. Kann mir keine andere Montane leisten. Ja. Kann mit Taumkraft auch Rüstung machen, ne? Ja, man weiß, wie es geht, ja. Genau, da fängt schon an, man weiß, wie es geht, genau. So, zack. Haben wir. Kannst auch gerne an meinem Tisch auch erforschen, ne? Wo ist denn der Jesse J jetzt? Er holt Nachschub. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, hat mich hier. Keine Ahnung. So, das haben wir gemacht. Das Schwert liegt hier noch drauf, glaube ich, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, liegt ja noch drauf. Derzeit plus 41. Wo ist der ganze Modifier her? Ja wohl nicht. Okay. So. Jetzt will ich auf jeden Fall nochmal einen nekrotischen Knochen draufpacken. Weil das ist immer gut. Oh, wir haben noch genug. Da haben wir noch genug. So. Ein nekrotischen Knochen. Jetzt haben wir Nekrotik 2 schon mal. So, machen wir ein Stack hier. Wie lang denn unser Quarz alle? So. Wir
46, da habe ich mal angefangen. Also als Schmied kriegt man ja langsam bald lahme Arme hier. Müsste ich meinen Degen eigentlich auch mal weiterbauen. Okay, jetzt kann man noch ein bisschen was nehmen hier. So. Ja, so langsam geht unser Quarz jetzt alle. Aber das kann man ja wieder kaufen, ne? Ja. Das geht ja auch. So. Boah, ist immer noch so warm. Kein Lüftchen draußen. Die Wärme steht, der Rechner heizt. Okay. Versucht er mich abzuknallen, ja, gerade ein Pfeil auf mich geschossen. Ich habe jetzt ein Schwert. Plus 55 Angriffsschaden. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Irgendwo in den Bäumen ist er jetzt hier. Okay. Aber ich habe ein Schwert. Bitteschön. Dankeschön. So, ich wollte eigentlich jetzt mal diese tolle Lampe noch mal bauen, ne? Mal gucken, wie die ist. Das will ich jetzt mal sehen. Dazu brauche ich wieder mein Buch. Wie baut man die Lampe? Was braucht man dazu? Lampe des Wachstums war das, ne? Metallpulverisierung. Also andere abschießen, das geht, aber jetzt nicht mehr, ne? Das Nein, ist das geht nicht, das ist aus, ja, das ist aus. Okay, das hätte er mich bald abgeknallt hier. Was ist die Metallpulverisierung? Hast du das schon gemacht? Muss ich gucken, heute. Ich mach das jetzt einfach mal. Und die. Mal gucken, was das jetzt ist. Bin ich jetzt mal neugierig. Metalltransmutation. Was ist das? Wir müssen jetzt von Metallum Das war dieser grüne Kreis. War der grüne Kreis jetzt. Eieieiei, okay. Ist der hier unten? Na, Pumatio. In drei Schritten. Fun Connection. Okay. Das kriegen wir hin. Davon soll man genug haben. Wir gehen über Terra. Dann Vitius. Und dann wieder über Aqua gehen. Okay. Funktioniert aber nicht. Da funktioniert was nicht. Terra ist Erde. Ja. Terra ist in Metallum drin. Und da drin. Wir brauchen noch ein Ordo. Haut auch nicht hin. Hä? In Wasser ist auch nur Wasser drin.
Warte mal. Hier ist Ordo und Perditio. Da haben wir Ordo und Perditio. Ordo und Perditio. Das ist Ordo. Okay. Die haben wir. So, von Metallum nach Ordo. Drei Schritte. Metallum. Metallum ist Terra und das verbindet sich, okay. Das Wasser kann das nicht sein. Da müssen wir jetzt wieder selber rätseln. Auch irgendwas, was nach Ordo geht. Sterra. Also, haben wir auch erforscht. Schön. So, habe ich beides erforscht. Was kann man damit jetzt machen? Ach, hier die doppelte Menge an Eisen. Okay. Metalltransport. Eisen zu vervielfältigen. Wenn du Metall umtränkst. Metall. Aha, wenn du jetzt ein so ein Eisennugget oder. Das ist ja cool. Brauchen wir Metall um dafür? Das probiere ich mal aus. Das hört sich interessant an. Gib mir mal doch so ein paar. Wie lange wollen wir machen? Bis 8:30. Das haben wir gleich schon, weißt du, in der Viertelstunde. Ich würde gerne noch mal was ausprobieren. Noch mal was dranhängen. Bis 9? Mhm. Dann machen wir bis 9. Wenn ich jetzt Aluminiumbeeren nehme, nehme mal 4 Stück. Können wir das Aluminiumbeeren nehme ich gleich Barren machen. Das ist ja cool. Kriegen wir mehr? Das ist mal was Sinnvolles. So. Wieso funktioniert das nicht? Metalltransformation. Eisennugget. Eisennugget. Eisenbeere. Eisennugget. Ach, das geht nur mit Eisen. Das ist so doof. Das ist so doof. Ich dachte, das geht mit dem Zeug auch. Das geht nur mit Eisen. Okay. Zu früh gefreut. Sag ich da mal. Einfach zu früh gefreut. Na gut, dann packen wir die hier wieder rein. Ist ja nicht weiter wild. Aber ich wollte mal diese Kerzen bauen. Wo waren jetzt die Kerzen eigentlich? Wir haben die Stäbe. Das sind ja nur die Inhalter. Forschung und Duplizierung. Okay. Alchemie. Zinnpurifizierung, Kupfer, Goldpurifizierung. Zinn, Kupfer, Gold. Super.
Chimäne. Okay. Magischer Talg. Das habe ich schon gemacht. Werkbank. Brauche Spinnenweben. Ich brauche mal Spinnenweben. Die sollen auf einer normalen Werkbank funktionieren. Spinnenweben haben wir oben, ne? Oh ja. Ja. 1, 2, 3. So. Ja, ich habe jetzt Kerzen. Ich habe jetzt 9 Kerzen. Und wie sehen die? Ja. Sieht schön aus. Kerzen. Ist gerade Nacht, ne? Ja. Ja, ist egal. Ich geh jetzt trotzdem raus. Ich gehe trotzdem raus. Da gibt es eine Kerze. Da gibt es eine Kerze. Da gibt es eine Kerze. Und hier gibt es eine Kerze als. So, erledigt. Sieht doch schön aus, unser Altar hier, oder? Ja. Gut, dann gehen wir erstmal wieder rein. Da. Ups. Ups. Oh, wie schön ist das denn mit Kerzen hier? Hm. Kerzen sind schön, ne? Ja. Wo ist denn der Jesse J abgeblieben? Weiß ich nicht. Und wer wieder ist? Vielleicht farmt er wieder, damit er was zusammenkriegt. Ja, möglich, ne? Und mit diesem Zaubertisch komme ich noch gar nicht so richtig klar. Ja, das ist noch nicht ganz einfach. Das tue ich mir auch noch ein bisschen schwer mit. Was konnte man denn mit verrottetem Fleisch machen? Was war das denn? Was kann man machen, ja. Ach ja, den magischen Teil kann man damit machen. Okay, dann weiß ich wieder Bescheid. Ey, das ist ja mies. Eine Auranoten mitten in dem Holzstamm drin. Das bringt dir gar nichts. So vorsichtig abbauen notfalls, aber ich würde es nicht machen. Ich würde es auch nicht machen. Nachher gibt es einen riesen Knall und die Auranote ist kaputt. Das geht ruckzuck. Soll ja passieren, ne? Ja. So, was könnte ich jetzt nochmal erforschen? Ich habe immer noch nicht den Bohrer erforscht. Irgendwas wieder da, ne? Alter. Ich habe wieder Tintenbeutel aufgefüllt. Das ist schön. Dann packen wir die Kerzen hin. Die packe ich mal hier unten irgendwo ins Lagersystem erstmal rein, würde ich sagen, ne? Ja. Und zwar, wo packen wir die mal hin? Kerzen. Kerzen, Kerzen, Kerzen. Kerzen. Ja. Ich pack die Kerzen da rein. Sind sie schon mal einsortiert. So. Ich habe eine Forschungsnotiz. Wo habe ich denn die? Bin ich jetzt blöd? Habe ich das einfach so gekriegt? Das habe ich einfach so gekriegt. Ach, geil, Aspekte verdoppeln. Schwarzpulver. Oh, ich höre ein Herzklopfen. Schleim. Magische Langstäbe kann ich erforschen. Werkstäbe kann ich erforschen. Tintenbeutel. Was passiert, wenn ich... Habe ich denn noch im Repertoire? Ne, da. Sidionst. Goldtransmutation, Transformation von Metallen zu Gold kann ich hier machen. Man soll jetzt diese Sachen vervielfältigen, die Tintenbeutel. Da bin ich immer gespannt. Packen wir mal einmal meine Kiste hier rein, in die Ender Tree.
Und da versuche ich diese dreimal zu vervielfältigen, ob das funktioniert. Da bin ich aber gespannt. Ich habe viele Sachen vervielfältigen. Brauchen wir Wasser? Wasser haben wir. Runenschilde kann ich machen. So, Wasserhammer. Was braucht man noch? Magischer Die Handspiegel. Eule. Sintja-Spiegel habe ich. Wo ist die Eule? Sag nicht, ich habe die Eule noch nicht. Doch da. Habe ich 4 Stück von. Entschuldigung. Ist jemand verschüttet? Das funktioniert. Ich habe aus 2 4 gemacht. Das ist doch toll. Aus 2 Tintenbeutel habe ich 4 gemacht. Wie hast du das gemacht? Hast du schon, wie heißt das? Alchemische Duplizierung. Gott, hier kann man ja Sachen machen. Essenzkristallisation. Oh Gott, Alchemische Duplizierung habe ich schon hier. nee, die Endostruku. Die hast du schon. Nur dann weißt du ja, wie es geht. Alchemische Fertigung gibt es hier. Entrophiefertigung. Flüssiger Tod kann ich machen. Verbotenes Wissen. Lass besser die Pfoten davon. So, ich suche jetzt die Eule aus. Was kann man. Kommt die Eule? Die finde ich im. Kupferprovisierung. Im Mieter oder in Laternen finde ich die. In Laternen? Gespannt. Gucken wir mal kurz. Ich da eine Laterne verbrenne. Was kommt dabei raus? Habe ich eine Laterne dabei? Da habe ich 2 Stück. Kann ich hier eine verbrennen? Kann ich nicht. Aber was soll ich sonst verbrennen hier dafür? Ach, das ist eine Laterne von. Ich kann auch Rosen oder dieses Karotten verbrennen. Karotten verbrennen? Das probiere ich mal. Ich muss mal kurz Karotten holen. Du, 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 dumm. Ich gehe da hier unten durch. Bergstäbe, die Arbeit mache ich jetzt. Oh, Heiland. Das wird jetzt für mich immer schwieriger. Hast du schon großen Silberholzstab schon gecraftet? Mal kurz Karotten. Mit Karotten soll ich das kriegen. Silberholzstabgen habe ich schon erforscht. Karotten. Wo sind die Karotten? Magische Langstäbe muss ich noch machen. Ich suche die Karotten. Wo hast du die Karotten versteckt? Ich sehe die Karotten nicht. Siehst du nicht? Dann guck mal richtig. Aber kann man, ich habe Karotten da. Ja, frag mich, wo sie einsortiert sind. Hä? Da sind sie doch. Manchmal 28 Karotten, die verbrenne ich mal. Da lang. Verlaufen wir schon hier im Keller, ey. So weit ist es schon. So, mal gucken. Tür zu machen, wenn man hier durchgeht. Dann zieht das. Tür zu machen. So. Oh, Jesse, Jesse wieder weg.
So.